Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today. Ja, wir sind immer noch bei den beiden Jungs hier. Und ich hatte ja jetzt im letzten Video die Schleuder zusammengebaut, was ja vielleicht das passende Geschenk für die beiden wäre. Als Dankeschön dafür, dass sie ihre Mutter abgelenkt haben. Aber ich fürchte, das wird für die beiden böse ausgehen, wenn wir denen das geben. Auf der anderen Seite befürchte ich fast, dass uns nichts anderes übrig bleiben wird, als denen das zu geben, weil wir sonst nicht weiterkommen. Und ich meine, wenn die jetzt wirklich die Wachen am Tor damit ablenken, wie ich das ja schon mal ganz am Anfang gedacht habe, dass sie die ablenken und nicht ihre Mutter, dann haben wir ja vielleicht jetzt eine Chance, an das Motorrad zu kommen und dort zu schauen, ob dort irgendwelche Gegenstände sind, die uns irgendwie weiterhelfen. Aber wenn die erwischt werden, ist es natürlich irgendwie aus. Ach, ist das schwierig. Ich meine, bisher hatten wir ja kaum eigentlich wirklich eine Wahl. Ja, letztlich muss ich auch das Gespräch mit Jäger führen und gewisse Informationen preisgeben. Ich denke mal, hier wird das so ähnlich sein, dass wir also da nicht großartig anders weiterkommen werden, außer jetzt zu sagen, okay, wir geben den Kindern das. Ach, schade, schade, schade. Vor allem, ich wette, das wird wirklich noch böse enden für die. Ich schätze das Ganze so ein. Aber vielleicht finden wir da endlich irgendwas, mit dem wir in die Kanalisation können. Oder alternativ wäre noch der Weg beim Park durch diese Büsche. Obwohl, habe ich da schon mal den Bolzenschneider ausprobiert? Ich glaube nicht. Der kann zwar keine Eisenketten oder Stangen oder sowas durchschneiden, aber bei irgendwelchem Buschwerk sollte es ja vielleicht funktionieren. Das probiere ich, glaube ich, als erstes mal aus. Jetzt, wo ich das hier so sehe, werde ich das als erstes mal machen. Macht's gut, Jungs. Bevor wir die jetzt hier gleich in ihr Verderben führen, werde ich das erstmal gucken, ob wir nicht da weiterkommen. So, dann müssen wir hier rüber. Dann gucken wir doch nochmal, ob das vielleicht funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir im Endeffekt großartig drumherum kommen werden, den beiden die Schleuder zu geben. So, erstmal der Bolzenschneider. Mal sehen, was auf der anderen Seite der Hecke ist. Nein, bitte! Diese Vision. Oh, mein Kopf! Ihr werdet nichts von ihm bekommen. Ich werde es nicht zulassen, hört ihr? Michael, bist du das? Gott sei Dank haben wir dich gefunden. Ich bin es, Chris. Erkennst du mich nicht? Aber es gibt eine Lösung, Michael. Es ist nicht alles verloren. Rettung ist noch möglich für uns. Erlösung für jeden Einzelnen von uns. Du musst damit aufhören, Michael. Du musst aufhören. Ich kann nicht. Es zerstört uns. Siehst du das nicht? Es bringt uns um. Es ist der Dämon in mir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Diese Visionen werden immer stärker. Der Schmerz ist unerträglich. Wer ist Chris? Rettung ist noch möglich, hat er gesagt. Kann das wahr sein? Und wieder diese Frauenstimme, die mich verfolgt, seit ich aufgewacht bin. Wer ist das? Warum klingt sie so besorgt? Was zur Hölle ist mit uns passiert? Oder wird uns noch passieren? Uiuiuiui. Ja, wer ist Chris? Das ist wohl eine weitere Frage, die wir uns stellen müssen. Oh, jetzt haben wir das schon wieder, wie er sich aufhängt. Oje. Da ist wieder diese Erscheinung. Wie eine Schleife, die sich ständig wiederholt. Immer und immer wieder. Ein verdammter Albtraum, der sich immer und immer wieder wiederholt. Ob die anderen sowas auch sehen oder ob das nur Michael betrifft, das wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Frage. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich rausfinden müssen, wer Chris ist. Und die Frau, vielleicht ist es ja seine Frau. Und keine Ahnung, der innere Dämon, ich fand, er sah jetzt so ein bisschen so aus, als wäre er vielleicht Alkoholiker gewesen oder so. Weiß ich nicht.
Chris, der Mann in meiner Vision sagte, es gäbe noch eine Chance auf Vergebung. Könnte das wahr sein? Okay. Und ganz am Anfang, das war, glaube ich, Rod, der gesagt hat, ihr bekommt nichts von ihm und das alles verbrannt hat, oder? Kann das sein? Ah, mal gucken. Das wird sich hoffentlich noch irgendwie ein bisschen aufklären. Wir sind doch erstmal hier durch. Dann gehen wir doch mal hier runter. Was haben wir denn hier? Lager mit Fässern. Hier war die Klinik. Sonst können wir hier nichts sehen. Diese Bäume und Büsche verbergen Anlagen, in denen hunderte und aberhunderte Fässer gelagert werden. Was auch immer da drin ist. Es müssen tausende Gallonen davon sein. Das ist ja schon alles so ein bisschen suspekt, ne? Auch wofür diese Klinik jetzt eigentlich da ist. Von hier aus habe ich einen hervorragenden Blick auf die Klinik. Um genau zu sein, ist der Teil, der von der Straße aus zu sehen ist, nur ein kleiner Teil der Anlage. Der Bewuchs verbirgt den größten Teil. Okay. Die Straße ist ja hier, ne? Und das hier gehört ja offenbar auch noch mit dazu. Wir gehen mal runter. Es muss ja irgendeinen Weg hier reingeben. Okay, hier sieht man auf jeden Fall schon irgendwas unterirdisch. Das dann auch mit zur Klinik gehört. Ja, unter Strom stehender Draht. Da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht durchkommen. Mehr von dem Stacheldraht, der scheinbar alle Gebäude der Stadt ziert. Ich höre ein leichtes Brummen. Ein sicheres Zeichen, dass er unter Strom steht. Ob das hier der Weg dann durch die Kanalisation ist? Hier können wir wahrscheinlich nur... Hier war doch gerade noch was. Halb vergrabene Platte. Ein flacher Gegenstand aus Metall ist in den Büschen verborgen. Aber ich kann ihn von dieser Seite des Zauns aus nur schlecht sehen. Ich habe nicht die Absicht, mich in den elektrischen Zaun zu werfen. Als Selbstmordoption würde ich dann doch eher den Park nebenan bevorzugen. Okay, da kommen wir also nicht dran. Hier hängt schon irgendwie so ein Rabe drin. Oder so eine Krähe. Wir haben, glaube ich, aber auch nichts, was uns da jetzt hilft. Das sind alles nur... Also irgendwas, womit wir den Draht anheben könnten, wäre ja, glaube ich, gar nicht so schlecht. Irgendwas, was stromlich leitet, wäre gut. Kommen wir damit irgendwie an diesen Gegenstand dran? Wo ist er denn hier? Ich habe nicht die Absicht, mich in den elektrischen Zaun zu werfen. Als Selbstmordoption würde ich dann doch eher den Park nebenan bevorzugen. Okay, also da kommen wir nicht ran. Unter Strom stehender Draht. Hier ist auch nichts weiter. Hier unten, das können wir uns auch nicht anschauen. Gut, da sind wir jetzt also hier schon wieder jetzt an der Stelle, wo es nicht weitergeht. Mist. Ich fürchte... Dann werde ich jetzt doch die Schleuder weitergeben, glaube ich, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll. Und es gibt auf jeden Fall noch irgendwas in diesem Motorrad. Sicherheitszaun. Der Zaun schützt die Anlage auf allen vier Seiten. Er ist so undurchdringlich und bedrohlich wie der um das Flüchtlingslager. Es scheint so, als wären Stacheldrahtbarrieren ein Trend in dieser neuen Welt. Das hilft uns aber auch nicht. So wird es nichts. Nee. Da fehlt uns noch irgendwas. Aber ich behaupte eigentlich mal, dass ich mich jetzt recht genau umgeschaut habe. Und ich weiß nicht, was jetzt noch sein soll. Ganz ehrlich. Mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt hier weitergeben. Vielleicht haben die Jungs ja auch Glück. Hallo, Michael. Hallo, ihr zwei. Ihr habt euch bei der Mission sehr gut geschlagen. Ich schulde euch etwas. Ja, unser Dad wäre stolz. Gibst du uns eine Belohnung, Michael? Natürlich, die verdient ihr. Gebt mir etwas Zeit, euch was zu holen. Hurra! Nee, hier steht es jetzt nicht mehr dabei, da muss ich das wahrscheinlich direkt mit denen kombinieren. Ich muss euch jetzt alleine lassen. Viel Erfolg bei den Zielübungen, Jungs. Okay, dann machen wir es mal so. Hallo, Michael. Hallo, Jungs. Wir haben Mom aus dem Haus gelockt.
Wo ist jetzt unsere Belohnung? Ja, hier. Ja, ich glaube, ich habe etwas, das euch gefallen wird. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich tue. Das sind nur Kinder. Und es könnte richtig Ärger geben. Ich weiß genau, wofür sie sie benutzen werden. Aber ihre Treffsicherheit ist beeindruckend. Und etwas Unruhe am Lagerzaun wäre für alle eine gute Sache. Abgesehen davon wollen sie etwas für ihren Vater tun. Und diese bewaffneten Schweine verdienen eine Lektion. Was ist es denn, Michael? Sag schon, was ist es? Naja, gut. Ich bin mir sicher, dass euch das wirklich gefallen wird. Hier, bitteschön, eine Schleuder. Es ist eine Schleuder! Danke, Michael. Damit können wir die Wachtürme treffen. Kommt schon, lasst es uns versuchen. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Achtung, alle Einheiten im Sektor 12, sofort beim nördlichen Wachturm melden. Ich wiederhole, sofort beim nördlichen Wachturm melden. Ach du Scheiße! Ich weiß nicht, es muss etwas Ernstes sein. Bewegung! Du hast ihn getroffen! Ja. Und was passiert jetzt? Weiß ich nicht. Wir müssen hier weg. Schnell, lauf! Den sollte ich besser mitnehmen. Jo, willst du noch die Steine mitnehmen? Ich werde die nicht aufheben. Ich bin mir sicher, dass die Jungs eine ganze Weile gebraucht haben, um sie für ihre Zielübungen zu sammeln. Abgesehen davon wette ich, dass ich schlechter treffe als sie. Oh mein Gott, okay, dass er jetzt gleich da runterstürzt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Einer der vielen Türme, von denen aus das Lager überwacht wird, sieht aus, als hätte der Posten diesen hier verlassen. Und zwar schneller, als ihm lieb war. Oh ja, ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, das war nicht so geplant, dass er seinen Posten verlässt. Okay, wo sind denn die Jungs jetzt hin? Aber wir sollten auf jeden Fall die Chance nutzen und uns hier drüben mal das Motorrad genauer anschauen. Die Farbe von Sitz und Gestell deuten darauf hin, dass es Armeeeigentum ist. Verdammt, es gibt keinen Zündschlüssel. Einer der Soldaten muss ihn haben. Das hätte ich mir denken können. Sonst hätten wir damit natürlich auch durch den Fahrereingang bei der Klinik fahren können, ne? Oh Gott, jetzt schon wieder eine Vision. Michael, für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Nicht schon wieder. Als würde ich in einer schweren Flüssigkeit schweben. Alles verändert sich. Wiederholt sich wieder und wieder. Ob er irgendwann in der Lage ist, das zu kontrollieren? Oh Gott. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Vielleicht sind in dieser Satteltasche aus Leder Werkzeuge für das Motorrad. Wie ein... oder ein... Obwohl ich mir sicher bin, dass ich es fahren könnte, habe ich absolut keine Ahnung, was die Mechanik dieser Maschinen angeht. Was haben wir hier? Dicke Kunstlederhandschuhe. Keine Spur von Werkzeugen. In der Satteltasche befindet sich nur ein paar abgenutzter Motorradhandschuhe. Ob das reicht, um den Stacheldraht hochzuheben? Das Motorrad ist sauber und gut gepflegt. Kein Vergleich zu all den anderen Sachen hier im Flüchtlingslager. Wobei das bei den katastrophalen Zuständen hier auch nicht viel heißt. Okay, mehr geht nicht. Oh mein Gott. Ich probiere das jetzt mal, ob ich damit jetzt durch den Draht komme. Ich hoffe, die zwei haben sich gut versteckt. Ich meine, letztlich gibt es ja keine Beweise dafür, dass die das jetzt waren, ne? Muss man auch mal sagen. Michael hat die Schleuder eingesteckt. Auf wir werden vielleicht noch die... Deshalb wollte ich ja die Steine einpacken, aber diese ganze... Schießstand hätten wir eigentlich noch vernichten müssen. So, jetzt probieren wir das doch mal, ob das hier geht. Solche Handschuhe tragen Motorradfahrer. Auch wenn meine Hände hineinpassen, sie sind eigentlich nicht meine Größe. Ja, dann ist doch gut. Okay, ich werde die Handschuhe anziehen und das Stromkabel durchschneiden. So kannst du es auch machen. Perfekt, okay, wir kommen jetzt da rein. Perfekt. Das geht jetzt aber schnell. So, was haben wir jetzt hier? Ein flacher Gegenstand aus Metall ist in den Büschen verborgen. Mal sehen, was da unten ist.
Es ist eine Falltür. Und es sieht aus, als wäre sie schon sehr lange nicht mehr benutzt worden. Okay, kommen wir hier sonst noch? Nee, hier kommen wir nicht hin. Hier kommen wir nur wieder raus, ne? Ja, nee, wir müssen da durch. Auf geht's. Okay, jetzt sind wir hier unten. Da sind wir jetzt... Okay, gut. Verstehe ich. Dunkler Raum. Diese Tür führt zu einem dunklen Raum. Was zur Hölle ist da nur drin? Ich kann das Summen von Elektrizität hören. Aber ohne Licht werde ich nicht rausfinden, was das ist. Okay, da können wir also nicht rein. Gehen wir hier hinten lang. Ach, du meine Güte. Was ist das hier für ein Ort? Wo zum Teufel bin ich hier? Scheinbar ist das kleine Gebäude an der Oberfläche nur Tarnung. Der wichtigste Teil liegt hier unter der Erde. Sind das alles Zerflossene? Wie viele Patienten haben die hier reingestopft? Dutzende? Hunderte? Das ist grausam. Ja, die machen irgendwelche Experimente hier. So, hier Säurebehälter. Ja, es ist so ein bisschen das, was ich schon befürchtet habe. Neonlampen. Ah, ich kann nicht direkt hineinsehen. Diese Lampen sind so grell, dass es hier drin taghell ist. Es muss eine enorme Menge Strom verbrauchen, um dieses Gebäude am Laufen zu halten. Das erklärt die vielen Fässer draußen. Darin wird all der Treibstoff gelagert, der für die Generatoren der Anlage gebraucht wird. Ah, so sieht's also aus. Ja, großartig. Es geht einige Meter nach unten und dieses Geländer wackelt, wenn man es anfasst. Mein Gott, sollte es die Sache nicht sicherer für Leute machen, die von einer Seite zur anderen wollen, wenn man so ein Ding anbringt? Vielleicht solltest du es einfach nicht anfassen. Gehen wir hier rüber. Ich habe einen Lüftungsschacht und noch einen Säurebehälter. Da stecken wir alles ein. Ein schlecht verschlossener Behälter, der mit Staub bedeckt ist. Auf dem Aufkleber steht Fluorwasserstoffsäure. Ich hoffe, du verschließt das richtig. Es ist der einzige Ausgang auf dieser Seite des Stegs. Ein Belüftungsschacht, der von einem Gitter geschützt wird. Das sieht nicht vielversprechend aus, aber alles ist besser als dieser Blick auf diese Hölle auf Erden. Mal sehen, ob sich dieses Gitter entfernen lässt. Perfekt. Sieht so aus, als würde dieses Loch in einen Korridor führen. Na, dann geh doch mal da durch. Gleich zumindest. Fluorwasserstoffsäure. Was macht eine solche Chemikalie in einer medizinischen Einrichtung? Allein der Geruch erzeugt bei mir stechende Kopfschmerzen. Wer weiß, was die hier wegätzen. Okay. Weg hinunter zur Haupthalle. Das ist, glaube ich, nicht so gut, da jetzt hinzugehen. Der Griff wirkt abgenutzt. Scheint so, als würde das hier oft und ohne große Rücksicht benutzt werden. Dann machen wir das doch mal auf. Ein kleines Schloss hindert mich daran, es zu öffnen. Und trotz seiner geringen Größe scheint es sehr widerstandsfähig zu sein. Eine Reihe von Papieren ist an der Schranktür festgeheftet. Darunter scheint eine Art amtliche Notiz zu sein. Medizinischer Stab 2. Armeestab 2, geschätzte Dauer 3 Stunden. GPS. Es muss die komplette Adresse des Zielorts angegeben werden. Gehen Sie sicher, die geografische Datenbank aufzufrischen. Infektionstest grün, nicht infiziert, rot infiziert. Gewehre mit hoher Schussweite. In Hauptrüstkammer entgegengenommen. Militärpersonal, GPS, Zielpersonen, Gewehre. Ich fürchte, was auf diesen Seiten beschrieben ist, hat wenig mit normalen medizinischen Behandlungen in einem Krankenhaus zu tun. Das glaube ich auch. Okay, hier haben wir jetzt also ein paar Leute. Ziele höchste Priorität, höchstes Risiko. Okay. Militärpersonal, GPS, Zielpersonen, Gewehre. Ich fürchte, was auf diesen Seiten beschrieben ist, hat wenig mit normalen medizinischen Behandlungen in einem Krankenhaus zu tun. Aber was sind denn das jetzt für Leute, die hier ausgewählt haben? Immer noch die höchste Priorität hier. Und aus allen möglichen Ländern.
jetzt die Frage wirklich, was die jetzt hier damit zu tun haben. Neutralisierte Ziele. Brian Connors, Doug Baxter, Ryan Power, Mutlu Coxal, Jamir Ismaili, Matthew Francis, Pablo Roda, Palacqua oder so. Jetzt ist die Frage. Militärpersonal. Das hatten wir schon. Wie hieß denn jetzt der Spitzel? Aber der war jetzt hier auch nicht mit dabei, glaube ich. Wer weiß, ob uns das nochmal hier zu irgendwas führt. Es ist ein großer, zerknitterter Plastiksack, der aussieht, als wolle er mit letzter Kraft aus dem Mülleimer des Wagens entkommen. Den nehmen wir mit. Was haben wir hier sonst noch? Der Wagen ist so abgenutzt, dass ich nicht glaube, dass er noch lange durchhalten wird. Okay, können wir also nichts mit anfangen. Hier kommen wir nicht durch. Hier können wir rein. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Zusammenarbeiten, wiederaufbauen, berichten. Dem Text nach würde ich sagen, dass dieses Poster ein Teil einer Kampagne der Regierung gewesen sein muss, die nach der großen Welle gestartet wurde. Naja, wenn das ihre Art von Zusammenarbeit hier ist, ist das ganz schön furchtbar. Aber die Zeit ist jetzt an der Stelle auch schon wieder um. Deshalb geht es an der Stelle im nächsten Video weiter. Wir werden uns hier noch ein bisschen umschauen und hoffentlich die Sachen finden, die wir benötigen. Also bis dann. Tschüss.